Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr des Löschzuges Bad Salzig zur Mittelrheinklinik alarmiert. Die ersten Kräfte vor Ort bestätigten eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude. Die Pressestelle der Deutschen Rentenversicherung teilte dazu gestern mit: Brand in der Mittelrheinklinik, keine Verletzten, Ursache wird bereits geklärt. So heißt es dort, in einem leerstehenden Gebäude der Mittelrheinklinik in Bad Salzig hatte es am Sonntagabend gebrannt. 116 Patientinnen und Patienten waren zum Zeitpunkt des Brandes in der Klinik. Verletzt wurde niemand. Mit der Ermittlung der Brandursache wurde bereits begonnen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Ausgebrochen ist das Feuer am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in einem Klinikgebäude, das seit einiger Zeit saniert wurde. Die Feuerwehren aus der Umgebung waren rasch vor Ort und konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern. Bis gegen 3.30 Uhr in der Früh dauerte der Einsatz. Patientinnen und Patienten, die aktuell in der Mittelrheinklinik sind, können ihre Reha unterbrechen. Neue Patientinnen und Patienten wird die Mittelrheinklinik in dieser Woche nicht aufnehmen und sie darüber informieren. Patientinnen und Patienten, die ihre Reha in der Mittelrheinklinik geplant haben, können sich bei Fragen an die Klinik wenden. Unter der Rufnummer 06742 608 9 und dreimal die 0. Oder aber per E-Mail an mittelrhein-klinik@drv-rlp.de.